haben einen landwirtschaftlichen Milchviehbetrieb. Wir erzeugen Milch auf höchstem Standard. Und wir haben jetzt im Moment zwischen 45 und 50 Kühe, die wo jeden Tag zweimal gemolken werden und 60 Stück Nachzucht. Das heißt, wir züchten unsere weiblichen Rinder selber nach. Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Der ist jetzt da 50 Meter Luftlinie von da. Wir haben früher auch schon Milchkühe gehabt und war vor 20 Jahren die Entscheidung, was machen wir, nachdem es meine Eltern nicht mehr machen konnten. Oder gut, das war alles veraltet auch. Was machen wir? Hören wir auf oder siedeln wir aus? Und die Entscheidung ist eben dann gefallen, dass wir weitermachen, weil wir halt auch mit Liebe das machen irgendwo. Du musst das halt mit Liebe machen, sonst geht es sowieso nicht. Dann haben wir halt da herum angefangen dann zum Bauen. Zuerst haben wir einen Stall gebaut und dann haben wir erst einmal 18 Kühe mit draufgekommen. Und das war halt alles sehr leer. Wir haben dann immer zugekauft und dann eigene Zucht. Und so hat sich das halt entwickelt. Also Gassen haben wir jetzt eigentlich seit 20 Jahren angefangen, mit einer österreichischen Ziege, die hat mein Mann mitgebracht. Und dann war die so allein, dann haben wir noch eine zweite dazugeholt und seitdem haben wir eigentlich Gassen einfach mal wieder. Wir wirtschaften immer rund 60 Hektar, davon die Hälfte Acker ist und die Hälfte Dauergrünland. Wir bauen eigentlich fast alle Fördermittel bei uns selber an, angefangen beim Grünland natürlich. Was wir halt brauchen in der Milchviehfütterung, über Mais, Getreide bauen wir selber an, einen Großteil. Und das kommt alles auch bei uns in der Fütterung wieder zum Einsatz. Ich bin immer schon ein bisschen so der Photovoltaikmensch gewesen. Man hat 2007 eine 67 kW-Anlage draufgebaut, noch mit einer relativ guten Vergütung. Nachdem man heuer die Anlage erweitert hat von 67 kW, haben wir jetzt halt über ein halbes Megawatt Leistung auf dem Dach, wo wir den Strom auch dann selber verwenden können, sei es im Stall, sei es bei der Brennholzproduktion. Das sind ungefähr 7% vom erzeugten Strom, was wir selber nutzen können. Der Rest wird eingespeist. Der Grund ist, warum man so viele Bereiche hat, ist einfach der, weil man von der Milchviehwirtschaft allein nicht leben können. Hat man schon früher angefangen, vor 25 Jahren schon, mit Brennholzherstellung und Brennholzverkauf. Wir haben in diesem Jahr sehr viel investiert. Wir haben uns einen neuen Vollautomaten geleistet, der uns sehr viel Arbeit abnimmt. Das funktioniert super. Wir legen da auf den Automaten die Stämme drauf und dann kommt es hinten ofenfertig wieder raus. Wir brauchen uns nicht mehr nicht so viel Handarbeit. Ja, das funktioniert ganz gut. Wir haben eine närrische Leistung mit dieser Maschine. Man hat sich damals, wie man ausgesiedelt hat, darauf schon überlegt, wie hört man die ganze Geschichte. Nachdem man sehr holzverbunden ist, hat das ganze Brennholz und auch im Wald viel gearbeitet hat, hat man gesagt, bauen wir Hackschnitzelheizung ein. Und da ist jetzt heute ein Spezi da, der heute bei uns die Hackschnitzel macht. Verbraucher haben wir unsere Hackschnitzel außerdem noch in unserer Brennholztrocknung. In unserem Ofen, da werden die Hackschnitzel verbrennt und wird warme Luft erzeugt. Und mit dieser warmen Luft können wir unser Brennholz nachtrocknen. Meine Großeltern sind beide 85 Jahre alt. Der Opa macht halt wo seine Hähnen, kommen ab und zu rauf. Die Oma kommt auch ab und zu rauf, fragt, was wir so machen den ganzen Tag. Und da habe ich jetzt beobachtet, wie der Opa mit seinem Bulldog raufgefahren ist und Oma steht hinten auf der Ackerschiene drauf. Okay? Wir schon vor 40 Jahre, die rumgefahren sind, so fahren die heute auch noch rum. Hat sie ein Gehwagerl und hinten auf Manninger mit dabei. Ja, das wird dann ausgeladen und sie steigt hinten von der Ackerschiene runter. Ja, jeder, der das sieht, hat sagt, ja, geht's noch oder was? Ja. Ich weiß noch, in meiner Jugendzeit habe ich noch mit der Sägers machen müssen. Mit der Sägers. Und wir haben immer zwei Ros gehabt und mit dem Flug und mit der Hand, mit dem Anschauer ackern. Das war unsere Jugendzeit und sie war es auch, ich weiß es noch. Da haben wir einen Kühe gehabt in der Spitzenzeit. 19, 20 glaube ich. Wir waren bei Zuchtverband, wir haben ein gutes Vieh gehabt. Mein Vater, der ist 1907 geboren und der ist vom Krieg heimgekommen, bei ihm verliert und ich war 40 Jahre alt. Ich habe praktisch den ganzen Hof schmeißen müssen. Der. Man ist ein Familienbetrieb und da muss man zusammenhalten und das ist eigentlich was ganz was Schönes, weil das viele Leute so gar nicht haben, gerade auch in der Familie.
Und da ist viel Arbeit da, aber jeder backt einfach mit an. Und das ist eigentlich das Schöne. Und die Kinder, die rutschen da dann quasi schon so mit rein. Die werden dann mitgenommen, wenn es dann zum Heimahn geht oder zum Bäuen holen. Und da sind die dann schon Feuer und Flamme. Also bei ihr merkt man es brutal. Das ist eigentlich schon schön. Also dieser Zusammenhalt ist Wahnsinn.